Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute haben wir eine völlig andere Perspektive. Ja, was sehen wir denn hier heutzutage? Wir haben hier einen eingedeckten Ventilator, hier ein bisschen Zeugs und natürlich hier drüben die ganze Big Box Spielesammlung. Ich wollte einfach mal eine andere Sichtweise probieren. Immer mal stand die ganze Zeit hier und jetzt haben wir es da. Ich wollte es einfach mal probieren und mal gucken, wie das so ist. Jetzt habe ich sogar das Bild da. Da habe ich die Webcam. Ja, aber um was geht's denn heute? Ihr habt doch zum Beispiel das eine Video gesehen mit den Datenübertragungen über ein serielles Kabel. Mal ein bisschen langsam, aber mal gucken, ob wir das diesmal toppen können. Denn es gab ja noch sogar eine Art und Weise, die Daten kabellos zu übertragen. Allerdings nicht über Bluetooth, nicht über WLAN, sondern über eine ganz andere Methode, nämlich das, was zum Beispiel in dieser Fernbedienung steckt. Ja, ihr könnt es euch sicherlich denken. Infrarot. Damit könnt ihr übrigens die Kinder beeindrucken. Ihr seht das nicht, aber die Kameras, da, die Kameras können das Licht auffangen. Die Kameras können tatsächlich Infrarotlicht auffangen. Über diese Art und Weise wurden tatsächlich damals auch Daten übertragen, so wie das hier diese Fernbedienung macht. Zum Beispiel, wenn ich die 2 drücke, kommt bei dem Fernseher auch die 2. Ja, und auf diese Art und Weise hat man damals auch Daten übertragen. Nämlich über Infrarot. Das kennt auch zum Beispiel damals von den Handys. Ich glaube, habe ich hier irgendwelche Beispiel-Handys. Könnt ihr zum Beispiel mal, das hat jetzt zwar kein Infrarot, aber wir nehmen mal mein allererstes Handy, was ich hier habe. Und da hat man das sozusagen so dran gehalten, musste das so still halten, damit, genau, damit die Daten übertragen werden. Halt still, sonst ist das nicht drüben. So hat man das zum Beispiel gemacht. Aber das machen wir mit großen Geräten. Wir machen das zum Beispiel mit diesen Notebooks hier. Wir haben zum Beispiel das Toshiba Notebook. Das hat nämlich hier an der Seite, sieht man das, hier ein Infrarotport. Das nehmen wir als Beispiel. Und dann haben wir natürlich noch das Fujitsu Siemens Livebook. Das hat nämlich an dieser Seite einen Infrarotport. Das wird ein bisschen lustig. Im Prinzip müssten wir das Ding, ja, so dran halten, damit die Daten übertragen. Aber mal gucken, wie wir das bewerkstelligen werden. Denn das Ding wollen wir dann auch von zwei Perspektiven filmen. Die eine Perspektive filmt diese Webcam und die andere filmt diese Kamera. Das heißt, da werden wir einfach mal sehen, wie das dann aussehen wird. Also machen wir uns mal ran. Wir wollen ein paar Daten über Infrarot übertragen. So, ich habe beide Rechner vorbereitet. Die Canon-Kamera filmt das Toshiba Notebook und die Webcam filmt das Fujitsu Siemens Notebook. So, wir haben ja erstmal gesehen, dass die beiden Infrarot haben. Also wir haben das jetzt so aufgerichtet, dass die jetzt nebeneinander stehen sozusagen. Das heißt, der Datenübertragung steht nichts im Wege. Das heißt, bei beiden müssen wir das lediglich noch aktivieren. Das machen wir hier zum Beispiel hier. Aktivieren. Okay. Ist jetzt aktiviert. Sieht man auch hier an dem Symbol. Der kann jetzt theoretisch den erkennen. Und natürlich braucht er auch eine Identifikation. Am Computernamen kann man dann auch erkennen, wer dann da in Reichweite ist. Dasselbe machen wir hier mit dem Ding. Und hier muss ich ein bisschen experimentieren mit der Sichtweise, weil das ist ja auf dem Tisch und ich muss... Ich kann mich auch hier dran orientieren, aber das ist ein bisschen doof. In Optionen aktivieren wir das auch. Und wie man an der Geräuschkulisse gehört hat, die beiden können sich erkennen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Kepo Portage und hier sieht man Kepo FSL BB 2175. Die beiden können sich jetzt sozusagen erkennen und jetzt müssen sie sich nur noch küssen. Und das machen sie, indem sie jetzt zum Beispiel eine Datei übertragen. Wir fangen nur mit kleinen Dateien an, wie zum Beispiel hier dieser Wave-Datei, wo ich rückwärts abgespielt sage. Das ist rückwärts für Dosenbierdose, nur nebenbei gemerkt. Schönen Gruß an dieser Stelle. So, wir senden das Gerät an den Infrarotempfänger. Und das geht recht flott. So. Ihr seht, das wird jetzt übertragen und der empfängt auch eine Datei. So, wohlgemerkt, wir übertragen 49,1 Kilobyte und das dauert schon eine ganze Weile über diese kabellose Übertragung. Also
Könnt euch ungefähr vorstellen, wie das heutzutage ist, mit Bluetooth sowas zu übertragen. Aber wir übertragen hier mit Infrarot und da müssen sich die Geräte gegenüberstehen. Bei Bluetooth ist es eigentlich völlig Schnuppe, wo die überhaupt sind. Hauptsache irgendwie nur maximal 10 Meter entfernt. Hier müssen die sich wirklich gegenüberstehen. Und B, wir verrenken das, dann wird die Übertragung, Entschuldigung, dann wird die Übertragung abgebrochen. So, aber wie wir hier sehen, 49,1 Kilobyte nebenbei bemerkt. Bei USB 2.0 ist das schon deutlich schneller da. Wenn auch über das damals lahme LAN, was nur maximal 10 Mbps konnte. Wir übertragen hier maximal mit 4 Mbps, wie man das hier, glaube ich, sehr gut sehen kann. Genau, gut, mit 4 Mbps. Wie man hier sehen kann, er kann da etwas empfangen. Und tatsächlich scheint das jetzt fertig übertragen zu sein. Nehme ich mal an, oder? Da darf vor allen Dingen auch kein Licht fallen. Das ist auch eine interessante Bemerkung, dass in dieser Übertragung kein Licht fallen darf. So, der ist jetzt fertig und seht mal hier, was wir hier empfangen haben. Wir haben da eine Datei. Wie klingt die denn? Oh, das ist ja genau die Datei, die wir gerade für hier gehört haben. Sehr interessant. Also seht ihr, wir haben was kabellos übertragen und da haben wir auch gleich einen Ordner empfangene Dateien. Das heißt, den ganzen Spaß machen wir jetzt umgekehrt. Nur übertragen jetzt von diesem Gerät was zu diesem Gerät. Und ich weiß gar nicht, was wir da auswählen können. Ich muss gucken. Genau, das Kunstwerk habe ich ausgesucht. So, ihr kennt das Gerät. Rechtsklick. Ausschneiden wollte ich es eigentlich nicht. Nein. Namen lassen wir so. Gehen wir an Senden an. Infrarotempfänger. Und jetzt geht der ganze Spaß von der anderen Seite. Der überträgt jetzt an dieses Notebook. Datenaustausch mit Kepu FSLBB 2175. Das ist das Livebook hier. Haben wir sogar die Beschreibung hier. Und jetzt sieht man auch hier die Übertragungsrate. Gut mit 4 Mbps, niedrige Wiederholungsrate. Ja, und das kann jetzt auch ein ganz kleines Weilchen dauern, weil wir übertragen jetzt hier, lasst mich mal sehen, 351 Kilobyte an Dateien. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das so ist, wenn man Megabyte große Dateien so kabellos übertragen hat. Hat schon eine ganze Weile gebraucht. Gut, ist aber eine Möglichkeit, so auch Daten zu übertragen. Nämlich, dann braucht man nämlich keine weiteren Kabel. Kann man das kabellos machen? Und das ist auch eine schöne Sache. Zumindest kann man da auf praktische Art und Weise so kleine Dateien übertragen. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, da, ich habe zum Beispiel dieses Deutsche Notebook, der Arbeitskollege hat hier ein Fujitsu Siemens Livebook. Beide haben keine Laufwerke da. USB-Sticks übrigens auch nicht wohlgemerkt. Aber wie will man denn zum Beispiel jetzt die Dokumente des Kollegen auf mein Gerät übertragen? Da stellt man die Dinge auf den Tisch und dann macht man eine Infrarotverbindung. Dann kriege ich zum Beispiel von den Kollegen hier die Dokumente auf mein Notebook. Und das ohne Kabel. Da dürfen halt bloß keine Arbeitskollegen stören, die dann erstmal hier diesen Übertragungsweg. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt einen Finger mal drauf machen. Ich habe mal eben meine Hand ganz kurz drüber gehalten, aber er überträgt fleißig weiter. Wenn ich einfach mal länger meine Hand da halte, kann er trotzdem übertragen. Das ist interessant. Obwohl der Balken ist ganz kurz stehen geblieben. Das heißt, der überträgt nur so lange, wie er Empfang hat. Also so lange er ihn sehen kann. So lange geht das. Es ist schon wirklich eine interessante Übertragungsart. Man kann die übrigens sogar verlangsamen. Und ich sehe gerade, ich habe auf das Display gespuckt. Ich habe eine sehr feuchte Aussprache, sagen wir es mal so. Aber wirklich, kabellos. Wir nutzen kein einziges Kabel hier zur Übertragung. Und das dauert und dauert. Oh.
Also, ihr dürft die Dinger über Nacht laufen lassen, wenn ihr komplette Spiele übertragen wollt. Das ist ein bisschen lahm. Ich glaube, so fühlt sich's an, mit Modemgeschwindigkeit, also mit richtig lahmer Modemgeschwindigkeit Dateien zu übertragen. Weil, wie man hier sehen kann, der ist gleich fertig. Das heißt, wenn der hier fertig ist, wird hier was aufspringen. Oh, was haben wir denn vom Arbeitskollegen enthalten? Ich muss dran denken, das ist kein Touchscreen. Stift muss weg. Wir bedienen mit der Maus. Wir haben ein Kunstwerk erhalten. Oh. Das sieht aber schön aus. Mal gucken, welches Kunstwerk haben wir denn übertragen? War das 4, 11, 15? Dieses Kunstwerk haben wir hier gerade kabellos übertragen. Und da sieht man, das ist schon eine sehr praktische Sache, über Infrarot etwas zu übertragen. Natürlich müssen wir dran denken, wenn wir denn fertig sind. Mal angenommen, wir wären jetzt nicht nur über Strom verbunden. Wir müssen die Dinger natürlich dann auch wieder ausmachen. Die Infrarotübertragung muss deaktiviert werden. Geräusch. Tschu. Der aber nicht. Okay, also die sehen sich nicht mehr. Das gleiche machen wir auch hier. Das ist nämlich eine sehr wichtige Funktion, dass das deaktiviert wird, weil das hat schon seinen Sinn und Zweck, denn wenn solche kabellosen Übertragungen nicht genutzt werden und trotzdem an sind, das frisst nur Strom. Das ist heutzutage bei Handys mit GPS oder mit Bluetooth nicht anders. Die sollte man grundsätzlich deaktivieren, wenn man sie nicht braucht. Genauso wie das WLAN. Wenn man es nicht braucht, abschalten. Alles, was man nicht braucht, abschalten. Jetzt haben wir zum Beispiel Infrarot deaktiviert. Da kann aber trotzdem nicht viel passieren, solange kein Gerät in Empfang ist. Wird da auch nichts übertragen. Eigentlich eine sehr sichere Art und Weise, ist zwar sehr, sehr langsam, aber es funktioniert. Und das über Infrarot, nämlich über diese Teile hier. Da haben wir das nun übertragen. Und damit würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr habt dann auch mal wieder Bock, eure alten Handys rauszuholen und dann erstmal über Infrarot wieder Sachen zu übertragen, so schön stillhalten und dann erstmal Daten übertragen, so richtig Geduld haben. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich glaube, ich bin zu dunkel. Bis zum nächsten Video. Euer Gebo. Tschüssi. Und noch hier nochmal. Tschüssi. Übrigens haben wir hier Mozartkugeln als Stütze. Nur so mal nebenbei.